mit stimmungsvoller Musik aus dem Saarland weitermachen, wo wir gerade hier bei uns in der Region sind. Der Mann, der jetzt kommt, Gerd Leinenbach, der hat mich schon vor vielen Jahren bewegt mit seiner Musik, weil sie sehr melodiös ist, weil er tolle Texte hat und weil er auf der anderen Seite diese saarländische Seele so wunderbar in seiner Musik widerspiegelt. Gerd Leinenbach, gerne bei uns im Programm hier auch auf SR3 Saarlandwelle mit seiner neuen Band, mit Feinkost. Was sag ich, mit der neuen Band? Gibt's auch schon eine Menge Jahre. Und wir haben beim Albumbesuch jetzt bei Ihnen im Heimstudio sozusagen festgestellt, nicht nur der Gerd ist sympathisch, das sind die alle. Hallo. Hey, super, schön, dass ihr da seid. Wir haben hier Zeit. Wir sind schon am Proben. Kommt rein. Man holt die Abkürzung, geht jetzt hier vorbei, einmal und einmal noch hier durch und da sind wir schon da, vor Ort. Um Zeit dreht sich bei der Band Feinkost so einiges. Das neue Album heißt Eine Frage der Zeit. Geprobt wird gerade die neue Single Tanzen durch den Regen. Alle Lieder stammen aus der Feder von Sänger Gerd Leinenbach. Ich bin Anfang des Jahres 50 geworden und da macht man sich schon Gedanken über die Zeit. Wie viel bleibt noch? Wie viel hat man schon verplempert oder verschlungen? Ja. Und das habe ich eigentlich so in diese Lieder mit einfließen gelassen. Ja. Gerds Texte sind sehr persönlich. Was ihn beschäftigt, bringt er aufs Papier. Es geht ums Älterwerden, es geht um Verlust von Menschen und es geht auch um Sachen täglich, was man so täglich erlebt. Uns geht es nicht gut zum Beispiel. Geht es uns wirklich nicht gut hier in Deutschland? Das ist dann die Frage, weil wir haben doch schon viele Möglichkeiten. Wir können so viel machen und trotzdem hat man manchmal so Jammern hier im Saarland oder überall. Was war denn los? Die Jungs kennen sich gut. Feinkost gibt es schon seit 12 Jahren. Sie verstehen sich musikalisch und menschlich tadellos. Jo, pass auf, ich lasse. Achso, ich singe dir dann mal immer ein bisschen. Mich berühren auch die Texte von Gerd. Ne? Ich erkenne mich da auch immer wieder drin. Und auch Situationen des alltäglichen Lebens. Und ich finde das schön, das dann auch rhythmisch zu unterstützen. Endlich kann die Band wieder gemeinsam richtig proben. Die neue CD entstand während des Lockdowns. Gerd und Bassist Christian haben zu zweit das komplette Album in Gerds Wohnzimmer produziert. Wir haben ja gemerkt, dass Musiker das Konzert treiben, was man so live machen konnte, alles weggebrochen ist. Und das Thema an dem Album zu arbeiten, hat uns in der Zeit natürlich Menschen natürlich zusammengebracht, nochmal näher. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das, wenn diese Pandemie nicht so gewesen wäre, ob wir so viel Zeit in das Album reinstecken hätten können. Die Formation hat sich seit Beginn kaum verändert. Tobias und Gerd sind Gründungsmitglieder. Christian ist erst seit 2018 dabei und liebt es. Einmal dieser menschliche Faktor, die Bands sind einfach alles dufte Typen, muss man wirklich sagen. Also die Wärme und die Freundlichkeit, die ausstrahlen miteinander, das war schon sehr beeindruckend. Und die Musik ist einfach richtig cool. Also die macht richtig Laune zu spielen. Also wir haben da viele Stilrichtungen, von Salzer bis Pop. Das Mundart-Thema, es macht einfach Riesenspaß, so breit gefächert da unterwegs zu sein. Viele Lieder werden von Gerd auf platt gesungen. So kann er sich am besten ausdrücken. Manchmal sitze ich einfach losen Fenster und denk noch, was die Welt da draußen. Ich schwätze ja den ganzen Tag, Mundart, platt und das ist so die Sprache, mit der ich aufgewachsen bin oder lebe. Und das macht unheimlich viel Spaß, weil gerade Mundart kann man so ein bisschen auch mit der Musik, die klingt nicht so hart wie die deutsche Sprache und es ist ein bisschen melodiöser, das passt besser auf die Musik, wie Bab oder so, die macht ja sonst auch nichts. Mache ich alles in Mundart und ist irgendwie passt manchmal richtig schön zur Musik, das ist ein bisschen wärmer. Kein Stillstand bei Feinkost. Gerade entsteht ein neues Lied über die Vauban-Insel in Saarlouis. Der Veranstaltungsort dort wird nächstes Jahr 10 Jahre alt. Der Sascha Gimler macht das alles, hat das unter sich und macht sich ganz viel Arbeit und gibt sich da ganz viel Mühe. Und da bin ich auf die Idee zu diesem Lied gekommen, meine Insel. Dort wird es im nächsten August auch wieder ein Konzert geben. Streaming-Plattformen sind nicht so angesagt bei der Band. Sie setzen weiterhin auf die CD. Als Künstler bekommt man da 0,003 Cent oder sowas pro Stream, pro Lied. Und das finde ich halt nicht so toll, diese Lösung. Und deswegen
wollen mal eigentlich, dass die CDs verkauft werden. Man muss auch sagen, dass an den Konzerten viele Leute auf uns zukommen und dann auch sagen, habt ihr wieder was Neues oder wie sieht's aus? Wir machen ja auch während des Konzerts Werbung für die neue CD. Und da ist es einfach für die Leute schöner, wenn sie abends nach Hause gehen mit einer gekauften CD. Mit der Zeit hat Feinkost eben schon genau herausgefunden, wie eine gute Band funktioniert. Sie wissen, was sie tun, und so wollen sie auch weitermachen. Wir sind ja noch jung. Ich bin der Bandälteste mit 50 und ja, da ist noch Platz, da geht noch was. Da bin ich mir sicher. Ich wünsche euch alles Gute und ich drücke euch die Daumen. Ich erinnere mich noch gut an die Vorgängerband, an Seitenwind von Gerd Leinbaum, auch so schöne Musik gemacht. Apropos Seitenwind.